Armutswanderung, Flüchtlingselend und immer im Mittelpunkt Roma. Dabei sind antiziganistische Inhalte in der medialen Berichterstattung keine Seltenheit. Wir untersuchen einige Einspielfilme zum Thema Armutswanderung aus Rumänien und Bulgarien, schauen, inwieweit Stereotype bedient werden. Ein Beispiel von vielen, das ZDF-Morgenmagazin vom 20. Februar 2013. Bei dem Thema Armutswanderung wird mit dicken Pfeilen das Bild einer regelrechten Invasion suggeriert. Die vermeintlichen Probleme werden möglichst groß gerechnet. Dabei wird übergangen, dass 2011 fast 90.000 Menschen wieder nach Bulgarien und Rumänien abgewandert sind. So kamen 2007 bundesweit 64.000 Menschen. Im Jahr 2011 waren es schon 147.000. In den letzten 5 Jahren, wir haben die Zahlen auch gerade gehört im Beitrag, hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Haben Sie den folgenschweren Fehler bemerkt? Der Moderator hält, wie viele andere Journalisten auch, sämtliche Menschen aus Bulgarien und Rumänien für Roma. Aber nicht alle Zuwanderer sind Roma und außerdem werden so die Roma mit Fremden gleichgesetzt. In den letzten 5 Jahren, wir haben die Zahlen auch gerade gehört im Beitrag, hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Diese Verknüpfung aber ist fatal. Viele Sinti und Roma sind Deutsche, leben seit 600 Jahren im deutschsprachigen Raum. König Friedrich III. Hieß sie damals willkommen. In der gesamten Debatte werden die Begriffe Roma und Armutszuwanderer fälschlicherweise immer wieder gleichgesetzt. So wird nicht über die Probleme der Armutsflüchtlinge gesprochen, sondern über Roma. Das Hintergrundbild des sogenannten Top-Themas, ein Lieblingsbild im ZDF. Und immer dieselbe Gleichsetzung. Roma gleich Armutsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien. Aber stimmt das? Und hier in Eisenhüttenstadt kommen sie dann an. Auch Bilyaim Iseni ist mit seinen Kindern hierher gekommen, weil er hoffte, dass es für sie in Deutschland besser ist als in der Heimat. Wenn ich mir in Serbien Arbeit suchte, wurde ich oft zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Am Telefon war alles kein Problem. Aber kaum haben sie mich gesehen und an meiner Hautfarbe erkannt, dass ich Rom bin, hatte sich die Sache ganz schnell erledigt. Also stammen die Bilder eindeutig von Flüchtlingen aus Serbien. Warum dienen sie in mindestens 3 ZDF-Sendungen als Vorlage für Flüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien? Weil diese Flüchtlinge übergreifend als Roma gesehen werden. Und die sozialen und politischen Probleme als ein Problem mit Roma. In den letzten 5 Jahren, wir haben die Zahlen auch gerade gehört im Beitrag, hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Und jetzt war noch mal ein Zuwachs um weitere 25% allein in dem letzten Jahr. Sind Sie da machtlos? Wenn also zu viele Roma kommen, besteht anscheinend eine Gefahr. Daher die Frage an den Vertreter der Bundesregierung, ob diese machtlos sei. Aber warum werden Roma als Gefahr gesehen? Ist es die Wirksamkeit der antiziganistischen Stereotype? Ein Beispiel. Die Annahme, alle Roma würden betteln oder die Roma seien generell ungebildet und primitiv. Solche Vorurteile werden auch im Fernsehen bedient. Wir wollen die Freizügigkeit in der EU. Wir haben ja aus Bulgarien zum Beispiel nicht nur Roma, die kommen, sondern wir haben auch zum Beispiel Studenten. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Löning sieht also einen Gegensatz zwischen Roma und Studenten. Als würde sich das ausschließen. Heute.de greift diesen vermeintlichen Gegensatz ebenfalls auf. So entstehen Vorurteile und werden verstärkt. Die diskriminierende Äußerung, dass es unter den Roma keine Studenten gibt, liegt in dem jahrhundertealten Stereotyp Zigeuner gleich unzivilisiert bzw. ungebildet. Und zu welchen Aussagen führen solche Vorurteile? 9.000 bulgarische Studenten, die wollen wir hier haben. Studenten wollen wir als Einwanderer, Roma lieber nicht. Mit diesem antiziganistischen Bild werden Menschen in erwünschte und unerwünschte Migranten unterteilt. Die Vorurteile wirken auf unterschiedlichen Ebenen, dem Ton und dem Bild. Ein Beispiel. Notfalls muss es auf europäischer Ebene härtere Bandagen geben mit dieser Frage. Ausweisen etwa, wenn sie dann doch wieder über die offenen Grenzen zurückkommen? Und mit welchen Bildern wird der Kommentar unterstützt? Wie wird verdeutlicht, um wen es geht?
Wer auf diesem Bild soll ausgewiesen werden? Den Filmemachern und vielen Zuschauern ist es klar, die Frau, die etwas hochhält, worauf der Mann genervt weggeht. Dabei wird das gesamtgesellschaftlich verbreitete Stereotyp des bettelnden Zigeuners bedient. Ohne dieses Stereotyp wäre das zweite Bild nicht direkt verständlich. Könnte es nicht sein, dass hier zwei Freundinnen mit ihren Kindern Eis kaufen möchten? Die eine gibt der anderen etwas Geld mit. Doch diese Bildinterpretation ist durch den Kontext ausgeschlossen. Das Bild wird sofort verstanden. Davon geht die Redaktion aus. Es funktioniert, weil das Stereotyp unbewusst wirksam ist. Immer wieder transportieren die Bilder und Texte die unausgesprochenen Aussagen: Armutsflüchtlinge gleich Roma. Roma gleich Bettler. Roma gleich ein Problem und zu viele. Alte Stereotype werden so in neuem Gewand gezeigt. Dass Roma in Romanes, der Sprache der Sinti und Roma, Mensch bedeutet, das wurde dabei nicht erwähnt.